Der will was von uns. Da kommt einer. Und da kommt dort noch einer. Verdammt. Was das jetzt bald mal? Okay. Lade ich mal nach. Okay. Da kommt vielleicht noch einer aus der Tür raus. Und das war's mit dem. Puh. Gut, gut. Die zwei sind erledigt. Da ist er. Das. Wow, ich dachte, er wäre tot. Okay, aus Fehlern wird man klug. Sollen die ihre Munition verballern? So, ich hole mir jetzt erstmal ein Leben. Obwohl ich das letzte Mal auch mit 100 Leben da reingegangen bin und mit 0 rausgekommen, also. Naja. So, jetzt ist die Frage: Wie komme ich an diesen Idioten ran, der da oben am Tor hockt? Oh, anscheinend recht einfach. Dann nehme ich mal wieder meine Pumpgun mit. Ah, du Sau! Du bist dran! Kommt und helft mir! Stirb! Okay. Komm schon, komm schon, komm schon! Ich mach dich fertig! Aha. Mach dich fertig! Dann mach doch! Stirb, du Wichser! So, das war's wohl. Okay, nee. Da ist einer mit Schrotflinte, da muss ich aufpassen. Sekunde, den könnte ich kriegen, wenn ich... Puh. Da habe ich wohl Glück gehabt. Da hinten hinter der Säule steht noch einer, würde ich tippen. Oh. Doch nicht. Hier scheint keiner mehr zu sein. Ich würde jetzt am liebsten speichern, aber das geht ja blöderweise hier nicht. Kann ich die nicht... So. Jetzt kurz gucken, dass... Ah, hier hätte ich auch die Hunde nochmal erledigen können. Gut, das hier ist die Insel. Wieso ist da ein verdammtes Motorboot? Okay... Das wird er wohl sein, oder? Sehr sch... Was? Nein. Wieso? Was war... Wieso? Was? Nein! Hey! Oh! Nein! Boah, zum Glück hier.
blöd. Ich krieg den da unten überhaupt nicht. Obwohl es nicht groß ist. Eine Streuung, die viel zu groß ist. Aber was soll's. Ich baller euch einfach nochmal mein Magazin leer. Dann, ich brauche das ja eh nicht mehr. Vor allem, ich habe ihn erwischt. Wie cool ist das denn? Trotzdem schieße ich noch weiter auf das Boot. Weil es einfach lustig ist. Zumindest nicht gerade. Oh. Die Frage ist jetzt, wenn ich die zumache. Hinhocken und zielen wird nicht gehen, doch. Jetzt habe ich ihn erwischt. Aha. Hier steht noch einer. Und hier steht noch einer. Hey, wieso habe ich mich getroffen? Und der steht auch noch. Ja, er hatte recht. Ich hatte nur einen Schuss. Einen Schuss, um ihn zu erwischen. Ansonsten hätte ich ihn irgendwie im Laufen noch treffen müssen, aber mit der Verzögerung, die man ja da bedenken muss, durch den Kugelflug und so, naja. Mal sehen, ob das Tor jetzt hier auf ist, oder ob das da vorne auf ist. Dann müsste ich aber mit leeren Händen rausgehen, sonst, klappt das nicht. Aha. Kann man eventuell... Ha, das funktioniert wirklich. So. Raus aus dem Gefängnis. Und... Das ist er! Der Typ, von dem ich dir erzählt habe! Haltet ihn auf! Ich mach dich fertig! Okay. Das ist jetzt verrückt. Ich brauche ein Auto. Ganz schnell. Vielleicht nicht so übertrieben schnell, aber ich brauche ein Auto. Auto. Was denn, wenn einer mal eins zur Verfügung stellt? Klar, wollte ich gerade nicht Polizist durch die Gegend. Mann. Da ist auch einer. Wenn die nicht wie Schießerei irgendwie mal festgenommen oder so. Oh, verdammt, nein. Weißt du, auf mich reagieren die, Nur auf die anderen jetzt, weißt du? Total beknackt, ey. Mann, was soll ich denn da machen? Oh Mann. Kann einsteigen wäre eigentlich eine gute Lösung, wenn die halten würde. Auf jeden Fall hält die da kurz.
Aber wahrscheinlich auch nur bis da was hier wer vorbeigefahren ist. Nein, einsteigen ist nicht mehr. Ah, verfolgt ein Auto. Oh, nö, jetzt ist alle Polizei alarmiert. Oh Mann. Mann, das gibt's doch nicht. Wow, wow, wieso schießen die so auf mich? Das ist doch echt nicht mehr normal hier. Haben wir jetzt Kriegszustände oder was? So, ich hoffe mal, jetzt habe ich sie irgendwie... Okay, das hat jetzt keinen Sinn. Ich lade das einfach. Was ist der? Haltet ihn auf! Das sind eh keine Cops. Blöde ist, die treffen auch noch. Okay. Und da man Zeugen nicht gebrauchen kann, tut's mir jetzt nicht unbedingt leid, weil Zeugen kann man eben überhaupt nicht gebrauchen. Okay. Obwohl, ich war einfach mit dem bin ich ja auch gekommen, oder? Ja, mit dem bin ich auch gekommen. Gut. Gut, dann... durch die Mitte und ja, Auftrag erledigt, deswegen ja, nein, ich muss ja eh hier lang. Rechts lang, nochmal rechts. Ach nee, ich kenne doch zu. Ich kann ja noch zu Luca. Doch, ja. Bin nicht bekommen. Ja, also jetzt nochmal zu Luca. Dem starte ich nochmal Besuch ab. Mal sehen, was der für eine Aufgabe für mich hat. Aber wenn ich dann die Aufgabe angenommen habe, muss ich auch schon los. Ich habe nämlich gleich Schule. Ja, dritte Stunde Schule ist ganz praktisch. Aber naja, man muss dann dennoch irgendwann mal los. Und das hole ich jetzt demnächst. Von daher, naja, nehme ich jetzt nur noch den Auftrag von Lukas Batoni an, Batoni, wie auch immer. Und den ist Schluss für heute, also zumindest für jetzt. Und ja. Lukas hier sagt, na, schaut ein bisschen hier aus. Da ist er. Den will er mir aber nicht vorsetzen. Hallo. Oder? Und wie geht's dir denn heute? Ich komme gerade aus dem Knast. Das ist ja entzückend. Aber dafür haben wir keine Zeit, Tommy. Du musst einen Mann im Works Quarter abholen. Aber schnell. Die Bullen sind hinter ihm her und er weiß es nicht einmal. Oh. Da läuft sonst kein Mensch im Anzug rum. Also wirst du ihn ohne Probleme erkennen. Aber beeil dich. Wenn ihn die Bullen schnappen, ist er geliefert. Bring ihn her. Okay, schon unterwegs. Aber das mit dem Knast war kein Witz. Okay. Das heißt, irgendeiner läuft im Arbeiterviertel rum und das im Anzug. Nun ja, ja, ich bin ja jetzt soweit fertig. Ja, genau. Und sag dann einfach mal... bis zum nächsten Mal und ja, ciao.